Jetzt gehst du erstmal ein bisschen voran. Folgst du erstmal deinen Creeps, Sir? Diesen etwas böse aussehenden Viechern, die da rumlaufen, das sind deine Creeps. Die laufen immer alle, ich glaube, eine Minute oder so, kommt immer so eine Welle an Creeps, die losläuft. Das siehst du jetzt schon, aus deinem Team die Lina, die da rumrennt. Ja. Ne? Und aus dem gegnerischen Team lacht der dich out. Bei dem musst du weglaufen, sonst stirbst du. Und zwar schnell. Ja. So, und damit warst du der erste. Sie in Sicherheit nicht. Aber da kannst du direkt wieder loslaufen. Du ja, hast halt eine gewisse Zeit, wenn du stirbst, bis du dich wiederbelebst. Wo bleibt er denn? Ach, da kommt er. Da kommt er schon. Wenn du einen Doppelklick auf dein Bild unten drauf machst, dann folgt deine Kamera auf dein Männchen. Auf welches Bild? Ach, da. Ah ja, das aber, wollte ich doch, ja. Aber ich finde es für mich persönlich immer eher nervig, wenn die Kamera meinem Männchen folgt, weil ich halt immer Augen auf der ganzen Map haben muss im Normalfall beim Spielen. Aber für den Anfang ist es halt teilweise nicht. Da siehst du auch, wie der Kurier dir vorbeifliegt und der Lina was bringt. Mhm. So, jetzt versuchst du halt, nach Möglichkeit, den letzten Hit immer auf die Creeps zu machen. Das heißt, wenn du siehst, lauf weg, lauf weg, lauf zurück! Genau, jetzt würdest du dein Magic Spiel nehmen, wo du nicht aufkriegst. Und tot. Das Problem ist halt, dass du vom Level her ein ganzes Stück zurückhängst. Jetzt, wir sollten optimal fast immer eine neue Runde starten und sagen, dass du jetzt nochmal mitmachst. Und dann spiele ich vielleicht auch mit deinem Team, um dich zu unterstützen. Wollen wir das mal versuchen? Ich mache alles, was du sagst. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Dann klickst du jetzt, dann kann ich auch gleich mal zeigen, wie man ein Spiel abbricht quasi. Und zwar, du klickst oben links auf den Pfeil, da wo vorher der Option-Button war. Der zeigt so hoch auf so einen Strich, da klickst du drauf. Wenn du dann auf Spielen klickst, kannst du da auf Disconnect klicken oder auf Spiel verlassen. Aber erstmal auf Disconnect und danach kannst du auf Spiel verlassen klicken. Jawohl, bin ich. Sehr schön. So, und dann können wir jetzt nochmal sagen, also dann sage ich jetzt mal Training mit Bots hier, das geht jetzt auch. Oder kannst du auch selbst machen. Klickst jetzt mal auf Training mit Bots drauf. Ja. Dann sagst du jetzt Schwierigkeitsgrad einfach. Ja. Und Team sagst, suchst du den Team aus, dem du spielen willst. Und dann, ja. Dann klickst du auf Spiel starten. Und dann kann ich da auch rumpingen und alles. Und das ist dann ein bisschen einfacher noch, denke ich. Ah ja, rumpingen. Ja, da kann ich so Pings machen auf der Karte, um die einfach Orte zu markieren oder sowas. Jetzt bin ich ja wieder da, wo ich hier. Genau, jetzt musst du dir wieder einen Helden auswählen. Es gibt ja verschiedene auch Arten von Helden, das heißt, manche sind eher Supporter, die helfen halt anderen Helden. Wiederum andere sind eher für Damage zuständig. Dann gibt es wieder welche, die dafür eher zuständig sind, im Wald zu hocken und am Anfang gar nicht richtig mitzuspielen, sondern eher so passiv rumzuleveln. Solche Sachen. Es sind halt ganz viele Arten von Helden. Ich will eigentlich wieder dasselbe haben, weil. Dann musst du da einfach wieder hinscrollen. Ja. Überleg gerade, wie ich spiele, um dir möglichst hilfreich zu sein. Mit wem ich denn richtig schön hilfreich? Mana brauchst du nicht? Ah, ich weiß ja nicht, Spiele. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich krieg das schon irgendwie hin. 5 seconds remaining. Du musst jetzt noch auswählen dann, ne? Ja, Draw Ranger heißt der. Ja, ich hab's aber nicht gefunden. Du kannst auch auf die D-Taste drücken, dann scrollst du zum Draw durch. Prepare for battle. Ah ja, da ist sie ja. I quiver with anticipation. Muss ich jetzt wieder alles einkaufen oder was? Ja genau, dieselben Sachen kaufen einmal wie eben. Nur halt diesmal ohne die Dings, ne? Ohne ach du Scheiße, das Rezept. Grundlagen, genau, da kaufst du jetzt wieder 2 Tangos. 1, 2 und dann Iron Branch, ne? Genau, 3. 1, 2, 3 und ein Magic Stick. Wo war denn der nochmal? Ganz rechts oben. Ah ja. Dann läufst du jetzt ganz schnell zum oberen Tau, wo du eben auch hingerannt bist. Da läufst du jetzt ganz schnell hin. Dann klickst du jetzt ganz, drückst jetzt hin und lass ihn noch laufen. Weil die Bots, die reagieren auf dich am Anfang. Und normalerweise spielst du so, dass auf der oberen und der unteren Lane 2 Leute sind. Und auf der mittleren einer. Die in der Mitte leveln deshalb auch viel schneller, weil die EP von den Creeps, die da rumlaufen, auf die Leute aufgeteilt wird, die da rumlaufen. Verstehst du, was ich meine? Nö, aber
Ja, guck mal, du musst bedenken, wenn du Creep tötest, bringt das EP. Das wird auf alle Heroes in der Umgebung aufgeteilt. Das heißt, in dem Fall sind wir jetzt auf zwei Heroes aufgeteilt. In der Mitte wird es aber nur auf ihn einen aufgeteilt. Natürlich, der mehr EP kommt schneller Level up. Aha. Ah, jetzt kommt mein Level up und da klicke ich jetzt auch wieder drauf, ne? Ja, genau, das machst du jetzt auch wieder. Warum geht denn das nicht? Ach so, da. Und dann soll ich ja das erste dann nehmen, ne? Genau. Rechte Maus, ne, linke, so. Scheiße. So, und jetzt gehst du mal ein bisschen mit nach vorne. Silent is missed. Jetzt musst du mal gucken, guck mal, du siehst ja über den Creeps so Lebensanzeigen, ne? Und über den, die mit den roten Lebensanzeigen sind halt die Gegner aus dem gegnerischen Team. Und wenn die ganz wenig Life haben, musst du rechte Maus auf dich drauf machen, um die zu hitten. Versuch das mal. Oder mach einfach mal so auf einen, der wenig Life. Oder der generell. Was muss ich da drauf machen? Rechte Maus, das auf den roten. Ja. Weil dann schießt du auf den. Siehst du das? Ja. Das heißt, wenn du den letzten Hit machst, das heißt, wenn der mit deinem Hit stirbt, dann ist es ein Last Hit, dann bekommst du Gold dafür. Ah ja. Merkst du ja, ne? Und optimal macht man es halt so, dass man erst dann zuschlägt, wenn sie so wenig Life haben, dass du nur den letzten Hit machst. Das heißt, du machst keinen anderen Hits außer den letzten. Mhm. Siehst du, was ich meine? Ui, was war das denn? Ich bin Level abgekommen. Du auch. Kannst wieder den nächsten Skill verteilen. Jetzt skillst du auf den dritten. Den mittleren lässt du in Ruhe erstmal. Level up auf den dritten. Und geh zurück, du wirst vom Creeps angegriffen. That was my thought. Okay. Du wurdest vom Creeps angegriffen. Forward. So, was soll ich denn jetzt machen? Wieder weitermachen. Jetzt geht's wieder weiter wie vorher. Ohne Veränderung. Wieder angreifen, ne? Genau, aber wieder optimal nur den letzten Hit machen. Versuch das mal, dass du nur den letzten Hit machst. Nicht so rangehen. Nicht so rangehen, geh zurück, du bist ein Fernkämpfer. Onward. Du bist ein Fernkämpfer. Ich bin Supporter, ich hab dir jetzt ein Schild gegeben, mit dem du dich ein bisschen besser heilst und ein bisschen mehr Damage bekommst. Achso. I go in silence. Und jeder Held macht halt auch andere Sachen, ne? Das heißt, ich bin halt so ein typischer Supporter, ich komme mich wahrscheinlich heilen. Versuch halt möglichst weit hinten zu bleiben. Achtung, jetzt geh mal zurück, komm mal zurück bitte. So, also auf das da unten ist ein Tower. Die hitten auf alles, was sie sehen an Gegnern. Und die machen halt richtig Schaden, gerade am Anfang. Vor dem musst du dich halt fernbleiben und die versuchen nach und nach einzupushen. Das heißt, immer schön mit Creeps vorne dran. Verstehst du, was ich meine? Wenn viele Creeps vor dir sind oder mit dir noch laufen, dass man die versucht dann kaputt zu machen. Mit den Creeps halt. Mhm. Außer halt gucken, dass die immer schön dabei sind. Jetzt gucken wir gleich der Tower gleich wieder an, jetzt gehst du wieder zurück. Es war viel hin und her gerannt jetzt. Ja, das Problem ist, ich sehe die da unten nicht und kann die nicht irgendwie mal anklicken. Ja, deshalb spiele ich auch nie mit einer auf meiner Charakter fixierte Kamera. Was, wenn ich auf so einen Gegner klicke, mit der linken oder rechten Maustaste? Rechte Maustaste. Bite Frost. Komm zurück, komm zurück. Agreed. Ach, das sind alles Gegner hier, die. Die Roten sind alles Gegner. Ah, die Roten, die sind für mich grün. Aber nur wenn ich sie anklicke, dann sind sie. Dann haben sie dieses. Nein, die sind körperlich grün, aber die haben roten Balken über sich. Ah ja. Wow, was ist das denn? Panzerfaust. Alter, die gute und die böse Seite ist, was für eine Panzerfaust. Du hast schon wieder Level up. Du musst mir den Skillpunkt verteilen. Wieder aufs erste. Wieder aufs erste? Immer. Ja, immer erste, dritte erstmal Level. Bis du Level 6 bist. Wenn du Level 6 bist, skillst du das letzte. Dann machst du wieder weiter. Erste, dritte. Ist beides volles. My sentiments as well. Komm zurück, der Tower greife ich an. Konnte ich nicht retten. Ich war nicht schnell genug, oder? Ja. Na, da musst du wirklich ganz doll aufpassen, dass du nicht von den Towern zu doll angegriffen bist, ne? Das ist uns immer eine Todesursache. Gerade am Anfang, weil die halt so viel Schaden machen, dass sie ganz schnell down bekommen. Da musst du immer weit weg vom bleiben, optimal am Anfang. Ich komme schon wieder. Ja, ja. Bin schon auf dem Weg.
Also Level Up habe ich auch schon wieder. Soll ich das erste oder das zweite, dritte nehmen? Ist egal, eins von beiden. Kannst aber nur eins von beiden. Die, die nicht Gold umrandet sind, kannst du gerade nicht skillen. Du kannst, glaube ich, den einen der beiden gerade gar nicht skillen. Wenn doch, dann ist egal. Jetzt habe ich den mittleren aus Versehen genommen. Ja, den brauchst du eigentlich. Damit kannst du halt machen, dass Gegner keine Zauber mehr kurzfristig wirken können, ist aber nicht so wirklich nötig. Arrow, find your target. Also jetzt können wir theoretisch versuchen, ihn anzugreifen. Versuchen mit deinem Q zu arbeiten. Wenn du auf Q drückst und dann auf den Gegner, dann machst du halt deinen Verlangsamungszauber auf ihn. Kannst du mal auf dem Creep mal ausprobieren. Macht man zwar normalerweise nicht auf Creep, aber kannst du mal gemacht haben. Drück mal Q und wähle den dann aus. Alf. Ja, warte. Das ist. Und geh zurück, du wirst gerade viel zu lange angerufen. Geh zurück. To battle. Das ist ein sehr komplexes Spiel. Ja, ich merke das. Nein, er hat meine Clarity Knight. Böser Gegner. The rest is silence. Na gut. Mir geht's gerade aber auch nicht mehr so gut mit Informationen. Eieieiei. Das ist also schon sehr quick hier, also. Ja, das ist ein sehr aktives Spiel. Ich meine, es sieht ganz witzig aus. Gar keine Frage, aber mit der Steuerung, da komme ich überhaupt nicht zurecht. Das ist genauso wie wo ich eine Zeit lang mal, sag mal schnell, ich habe mal eine Zeit lang, Star Wars The Old Republic, ausprobiert. Nee, WoW habe ich nie ausprobiert, also. Ja, ist also wie Star Wars Old Republic. Und ich bin keiner, der hier mit irgendwelchen Kästchen arbeitet und. Auf jeden Fall, das ist vom System schon das Spielprinzip. Das läuft jetzt erstmal so, dass man auf den Lanes bleibt und später dann zusammen rumläuft und versucht, den Gegner umzubringen. Mit der Zeit pushen wir jetzt quasi immer so die ganze Armee da, ne? Genau. Und mit der Zeit pushen wir immer weiter die Lanes durch, kommt immer weiter vorwärts. Und wenn du bei uns auch guckst, in der Mitte ist ja dieses ganz große leuchtende Ding. Dice Agency heißt es. Wenn das putsch ist oder halt bei den Gegnern dasselbe, dann hat das andere Team gewonnen. Ja, ist klar. Illusion. Haste. Geh zurück, geh zurück, geh zurück! Ja. Naja, ich weiß, da kenne ja einen Weg inzwischen, also. Nach 3 Sekunden bin ich wieder da. Back into the frame. Lauf! Haut ab, ihr Blöden! Das Schild mich gerettet. Also eins muss ich natürlich sagen, ne? Da kann man in so einem Tutorial oder so einem Test oder wie man das der ganze kann man eine ganze Menge Zeit investieren. Wir haben jetzt schon 55 Minuten gleich aufgenommen. Alle ja, Achtung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir es in einer halben Stunde schaffen. Naja gut, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich werde das dann halt in mehrere Teile aufteilen. Ja, genau. Middle is missing. Hey, aber ich denke, das Größte hätten wir jetzt auch schon erklärt. Es gäbe halt wirklich nur die Feinheiten jetzt zum Beispiel, wie spielt man oder... Ja, aber grundsätzlich, das Grundtutorial ist quasi hiermit auch schon abgeschlossen, meiner Meinung nach. Level up! Wir könnten... Ja, jetzt skillst du wieder... Warte, du bist jetzt Level 5? Ja, da skillst du jetzt erstmal wieder das, Persenic Aura oder so. Cool, aber das macht er irgendwie nicht. Doch, müsste. Dann hast du nicht richtig draufgeklickt. Aber hast du nicht auf das Level-Up draufgeklickt? Alles klar. Ja, weil sich hier alles bewegt, weißt du? Forward. Ich bin diese Steuerung nicht gewohnt, aber gut. Ich sag mal, wo sind sie denn jetzt alle? Vorne. Die greifen gerade schon den Tower an. Ja, der aus der Midlane, also von der Mitte, und einer von unten kam hierher und die wollten uns helfen. Jetzt haben sie, die greifen gerade den Tower an. Kannst du mitgehen und auch angreifen. Geh nach vorne und greif den Tower an. Ja, weiter unten ist gleich oder was? Ja, wir sind. Ist gerade kaputt gegangen. Der Tower, der ich schon kaputt gemacht hat, der ist jetzt kaputt.
Ah ja, sehr gut. That was nothing. Ah, hier unten sind wir. Genau. Feel my cold embrace. Arrow, fly. Das heißt, was ich jetzt noch erklären könnte, sind noch ein paar Items. Deswegen, es gibt noch Items, die du im Secret Shop kaufen kannst. Es gibt zwei Stück auf der Map. Einmal, du musst jetzt mehr aufpassen, einer ist da. Und einer da. Das heißt, Secret Shop kannst du noch spezielle Items kaufen. Zum Beispiel. Bist du das? Jo. Your middle tower is under attack. Mist. Da haben sie ihn noch gekriegt. Also, ja. Los, zack, zack, lauf. Und zum Beispiel, was ich auch noch zeigen kann, wenn du jetzt die Alt-Taste rückhältst und irgendwo hinfliegst auf der Map, pingst du. Ha, Pinge? Ja, das sind so dieses Ausrufezeichen, da kommt auch so ein Ping-Geräusch, deshalb nennt sich das so. Mhm. Und wenn du Alt in STRG gedrückt hältst und das machst, dann kannst du malen mit der linken Maustaste. Aha. Das ist halt dafür praktisch, um irgendwelche taktischen Befehle zu geben oder so. Und mit dem Ping zum Beispiel kann man ganz gut sagen, von wegen, ey, geh da hin oder so. Oder du kannst halt auch jetzt sagen, zum Beispiel, von wegen, du bist da jetzt, ne? Du gehst jetzt lang und du kannst sagen, hey, guck mal, du gehst da lang. Ja, also wie gesagt, das mit der Steuerung, das ist ja für mich jetzt das echt. Da musst du aufpassen, du gehst halt in die falsche Richtung auch, ne? Und du wirst gerade angegriffen und wieder gemacht. Ja, ich komme nicht weg. Naja, gut, okay, 20 Sekunden, dann bin ich wieder da. Das ja, genau, wird also immer länger, ne? Genau, umso höher du vom Level bist, umso länger dauert's. Okay. Regeneration! Ah, Level up. Sehr schön. Kann ich das schon mal machen? Ja, kannst du machen. Du bist jetzt Level 6, du musst das letzte gehen. Wenn du das letzte gehen kannst, du immer aufs letzte gehen. Weil das letzte nennt sich Ulti. Das ist halt der stärkste Zauber, den du hast. Immer. Und den kannst du immer mit Level 6, 11 und noch irgendwas gehen. Ich kann hier nichts leveln, verdammt. Level du hast noch nicht aufs Plus 1 geklickt. Doch, hab ich. Dann könntest du. Jetzt ist er weg. Okay. Wo bist du denn? Tussi? Ich bin unten jetzt wieder auf der Lane und push da ein bisschen durch. Das heißt, ich mache die ganzen Creeps kaputt, versuche vorwärts zu kommen auf der Lane. Ist das jetzt für das Tutorial notwendig, dass wir das Spiel fertig spielen? Nö. Also könnten wir theoretisch jetzt hier bei 58 Minuten, da genau, mache ich ja beide drei ich Folgen gerne raus. Genau. Ich versuche jetzt gerade auch den Tower niederzumachen zum Beispiel. Ah, ich habe da jetzt so ein Gefolge bei mir da mit so einer Kanone oder was das ist. Die laufen mit mir jetzt in die Richtung. Ja genau, das ist halt, das ist so eine Creep Wave. I go in silence. Ne? Ja, diese Creep Waves, die, das ist halt das, was du, durch die Falls kommst. Ach stimmt, was ich auch nicht erklärt habe, gucke mal auf der Map wieder. Hier, das sind diese beiden Dinge, die ich gerade angepinkt habe. Ja. Geh da mit der Kamera hin zum Beispiel. Ja, ich bin jetzt an der Seite. Ach, wir sind ja jetzt wieder alle zusammen, ne? Ja. Hey, aber wenn wir dasselbe haben. Greif ihn an, greif ihn an. Wen denn? Den Dings da, der da rumläuft. Angriff! So be it. Ja, und auf jeden Fall, das Spiel hier spielt halt immer so wie 5 gegen 5. Triple Kill. Naja, sieht ja ganz witzig aus. Ja, ist halt schwer, das Spiel, ne? Ja, für mich ist das echt, das ist...
Das ist auch sauschwer, muss man also, echt sagen. Also ganz ehrlich, also wenn jetzt das Eismännchen bei mir wäre, der könnte damit zurechtfinden. Also vielleicht spiele ich ja mal eine Runde mit dem Eismännchen. Wäre aber auch mal eine Möglichkeit. Was? Dann hätte ich ja, dann kann ich ja vielleicht auch mal eine Runde Let's Play mit dem Eismännchen zusammen machen. Vielleicht. Wenn du meinst, ja gut, dann müsste das Spiel erstmal haben. Hast du das noch einmal? Ich habe das noch 50 Mal. Dann schick das doch dem Eismännchen mal per Steam. Mach ich mal. Können wir direkt hier nachher mal absprechen? Auf jeden Fall würde ich mal sagen, warst du das erstmal? Ja, würde ich sagen. Und ja, ich bedanke mich bei euch und ich gehe mal davon aus, dass das so 3 bis 4 Folgen geben wird. Genau. Und wenn es noch Fragen gibt dazu, dann könnt ihr die darunter gerne stellen oder auch in den nächsten Folgen werde ich dann auch alternativ beantworten. Ja, wir wollen ja auch nicht vergessen, ich habe das Spiel jetzt mal abgebrochen. Disconnect, weil dann kann man vielleicht besser reden. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass der Tess dazu ein Let's Play machen wird. Ja. Ob er das jetzt nur mit dem Eismännchen zusammen machen wird oder ob er das alleine machen wird, das wird sich noch herausstellen. Aber da wird es bestimmt noch was von mir geben. Versprechen kann ich natürlich nichts, aber ich bin in der Planung, das auf jeden Fall noch eins zu machen und da wird bestimmt noch eine oder andere Folge kommen. Für mich war das jetzt mal so, da reinzuschnuppern und um euch das auch mal näher zu bringen, vom Grundsatz her. Genau. Ja, soll es das mal gewesen sein, ne? Tess, ich danke dir, dass du mich da eingeführt hast und... Kein Problem. Ja, vielleicht mache ich auch mal ein Match mal mit, mal gucken. Mal gucken, genau. Okay, bis denn. Tschüssikowski. Tschüss.